Was haben wir da gerade gesehen? Der neue und letzte Tears of the Kingdom Trailer ist draußen, beziehungsweise ist gerade abgelaufen. Ich konnte es nicht direkt live gucken, habe es nachgeguckt und war massiv überfordert mit den Informationen. Es sind einige interessante Dinge, wie ich finde, wo wir drüber sprechen sollten. Und da habe ich mir gedacht, wir schauen uns den Trailer mehr oder weniger nochmal gemeinsam an und dann reden wir mal darüber. Eure Meinung interessiert mich wirklich wahnsinnig, was ihr denkt, weil natürlich kann ich auch totalen Bullshit erzählen. Und ja, ich muss aber tatsächlich sagen, das war auf jeden Fall... wie soll ich sagen, was mich letztes Mal bei dem Gameplay-Trailer noch so ein bisschen in der ersten Instanz ein bisschen negativ hat wirken lassen, was sich natürlich nachher geändert hat, war ich diesmal vollweg begeistert, muss ich sagen. Und das würde ich sagen, zieh ich mal die Dinger hier an und dann starten wir mal in den Trailer rein. Was ich direkt sagen muss, der Anfang ist schon mal einfach mega. Hier, wo Link jetzt gleich runtergeflogen kommt. Und finde ich auch schön, dass man die Welt mal sieht, dass mal ein bisschen Änderungen wirklich da sind. Also, weil viele gesagt haben, das ist nur ein DLC von Breath of the Wild. Ich glaube, man kann jetzt hier ganz klar sagen, dass Nintendo wahrscheinlich, mutmaßlich, einen sehr, sehr guten Job gemacht hat. Allein hier, der dann das Holz hackt da an diesem kleinen Baum. Sehr, sehr geil. Und dann einfach episch mit der Musik. Link, ja, stürzt sich in, nach unten. Nach oben wäre aber ziemlich dämlich, aber auf jeden Fall stürzt er sich nach unten. Und es sind einige coole Szenen dabei, wo ich glaube, da wir mal drüber sprechen sollten. Allein wie hier die Welt aussieht, einfach sehr, sehr cool. Jetzt gleich kommt, glaube ich, das Dorf, was ich sehr, sehr cool finde hier. Was ich mega finde, dass da auch mehrere Leute sind. Ich hoffe, dass die Welt so ein bisschen voller wirkt. Vielleicht ein bisschen kleinere Dörfer mit vielen NPCs, die interagieren. NPCs spielen wahrscheinlich auch eine größere Rolle, was wir nachher auch noch mal sehen in den Trailer. Auf jeden Fall finde ich das sehr, sehr geil. Auch jetzt gleich die nächste Szene ist es, glaube ich, genau hier. Sieht mega aus einfach. Also ich muss sagen, das hat mich auf jeden Fall schon ein bisschen mehr gehypt tatsächlich. Und ich glaube auch, dass wir tatsächlich Dungeons zurückbekommen werden. Das ist hier, was sich jetzt hier raus erhebt in dieser Wüste, jetzt gleich schwenken die um, glaube ich, zu dem Schloss, was nicht nach oben wirkt. Aber das ist nicht das, das könnte man denken, dass das ist, aber ich glaube nicht, weil das sieht tatsächlich so ein bisschen anders aus. Ich glaube es nicht, dass das Schloss ist, was sich erhebt, was jetzt direkt im Anschluss kommen wird, wenn mich nicht alles richtig erinnere. Und das sieht für mich aus irgendwie so ein Wüsten-Dungeon oder so. Ich hoffe, die Dungeons sind zurück, aber ich glaube, da sind noch mehrere Informationen, wo man draus schließen lassen könnte, dass es Dungeons sind. Schreibt es mir mal gerne in die Kommentare, sehen wir aber gleich nochmal, reden wir dann gleich nochmal drüber. Hier, das ist jetzt das Schloss, ich glaube nicht, das ist die gleiche Szene, sondern einfach hier sieht man, dass das Schloss sich erhebt, das vorher, meiner Meinung nach, war halt aus der Wüste, der Wüsten-Dungeon. Deswegen glaube ich, Dungeons sind zurück. Auch hier, glaube ich nicht Ganondorf, es könnte vielleicht, die Unterwelt spielt ja auch eine Riesenrolle, sehen wir auch nochmal gleich. Könnte vielleicht, keine Ahnung, König der Unterwelt sein, wer weiß es schon. Oder ein Ganondorf mit ultra hässlichen langen Haaren, die leuchten. Ja, auch eine Möglichkeit. Ja. Aber man sieht auch jetzt hier nicht das Gesicht, es dreht sich um, es blendet direkt aus, deswegen kann ich es mir irgendwie nicht vorstellen. Aber wer weiß, das ist, glaube ich, relativ am Anfang. Links sieht hier noch relativ normal aus, sieht man mit dem Arm. Und auch mit den Haaren, das haben wir schon mal gesehen. Auch hier, das sieht mega aus, wo das einfach hier alles so einstürzt oder sowas. Ja, sehr, sehr cool. Hier diese Schriftarten. Und hier ist es ja auch, hier sieht man schon mal, ich würde mal sagen, ist es schon auf jeden Fall in der Unterwelt. Sieht man gleich nochmal ein bisschen besser. Bisschen besser ausgerüstet. Was auch immer. Oder hier dieses Luftschiff. Wo kommt das denn jetzt her? Was soll denn das? Ja, so viele Eindrücke in einem 2-3-Minuten-Trailer ist einfach beeindruckend. Und auch gleich einige Bosskämpfe, wo ich mir vorstellen könnte. Auch hier, könnte ich mir vorstellen, dass irgendwie so ein Dungeon-Teil ist, wo wir sie runterstürzen müssen. Muss natürlich nicht, aber im Bereich des Möglichen, ja, auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ist so ein bisschen wie Ethan Hart. Wie hieß denn der von Mission Impossible? Der komische Kerl. Ja? Hier Mission Impossible einfach mal schön durch die Laserstrahlen fliegen. Ja? So, sehr, sehr cool. Oder hier diese kleinen Mini-Rätsel. Und auch hier, dass wir hier mit diesen NPCs kämpfen. Das sehen wir nachher nochmal. Das ist einfach mega gemacht. Wirklich mega gemacht. So viel, das ist so viele. Oder hier, eine neue Rasse. Wer oder was ist das? So, wer Ahnung hat, bitte schreibt es mir mal in die Kommentare. Sehr, sehr cool. Nintendo hat das mega gemacht, das muss ich mir einfach mal sagen, diesen Trailer. So viele Eindrücke, neue Eindrücke in so kurzer Zeit, so über dann neue Sequenzen. Man kommt gar nicht wirklich zum Nachdenken, meiner Meinung nach. Sehr, sehr cooler Trailer. Absolut eine 10 von 10, wie ich finde.
Und auch hier, ich denke, das ist aus dem Dungeon, könnte ich mir vorstellen, zumindest ein Boss, der Endboss von irgendeinem Dungeon oder sowas, im Bereich des Möglichen. Auch hier irgendwie, zumindest vielleicht auch in der Unterwelt. Sieht auch sehr, sehr cool aus. Wo auch immer das ist. War die eine Szene schon? Zelda. Oder auch wer spricht hier? Dann ist es an ihm. Dem Ritter. Weil das ist ja nicht der, das ist ja nicht der König oder so. Auch gleich. Weil da sieht man das Gesicht ja extra nicht. Jetzt hier. Das ist ja nicht der König. Ne? So, die haben ja absichtlich. So, und was ich auch hier dran denke, so, der sagt jetzt hier, ne, da hilft uns der Ritter, bla bla bla. Und ich habe das Gefühl, als ob Zelda ihr Gedächtnis verloren hat. Guck mal, wie die reagiert, wenn die dann hochguckt und sagt dann Link oder so. Ne? Das sieht so aus, als ob sie sich wieder erinnert, als ob sie irgendwas vergessen hat. War keine Ahnung. Kann auch viel reininterpretieren in den Müll, ne? Aber pass mal auf. Link. Oder? Also als ob sie dann irgendwie, er berührt sie und sie erinnert sich. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Da ist er, auf dem Vogel. Ach, das sieht so geil aus. Einfach legendär. Auch hier unterweltmäßig, ne? Da. So, hier ist der Höhleneingang oder so. Boah, ist super schwierig zu sagen alles, ne? Wir hatten nochmal so viele Eindrücke auf einmal. Und hier, wir reiten auf dem Pferd. Hier hinten irgendwelche Passagiere, NPCs. Wir haben hier diesen Wagen zusammen gecraftet, aber mit unserer Fähigkeit sieht man ja hier an diesem grünen Glimmer oder so. Ob das irgendwie eine Nebenquest ist oder so. Ja? Bringe Bewohner von A nach B. Ja? Spiel Uber, den Tears of the Kingdom Uber. Keine Ahnung. Aber das haben wir hier zusammengefrickelt und wir fahren die ja irgendwo hin. Ja, das ist super geil. Also wenn es sowas geben wird, das ist mega. Auch wieder nur ganz kurzer Ausschnitt. Wir haben so viel Informationen auf einmal. Sehr, sehr geil. Hier nochmal ein paar Fähigkeiten demonstriert. Okay, das ist jetzt cool, aber jetzt nichts wirklich Neues. Hier mit der Rakete. Wahrscheinlich auch eine Möglichkeit, weil die auch gesagt haben, man wird mehrere Möglichkeiten haben, in den Himmel zu kommen. Da ist diese Rakete wahrscheinlich eine davon. Auch hier jetzt so eine kleine 3D-Plattformer-Passage, wo Link ein bisschen langsamer schwebt, habe ich das Gefühl. Also zumindest sieht so aus. Er springt so, als ob er im Wasser irgendwie so springt. Und hier. Das ist mit der Lore und hier der Gegner. Wenn das kein Dungeon ist. Also, ey, tut mir gefallen. Irgendwie Unterwelt oder auch das. Also, das ist für mich schon so. Ich meine, klar, es ist nicht bestätigt, aber es sind so viele Kleinigkeiten, die ich mir nicht vorstellen kann, dass es eigentlich keine Dungeons sind. Ich hoffe es nach wie vor. Also, es würde mich nicht wundern. Sagen wir es mal so. Ja, das sieht für mich schon sehr klar da aus. Oder auch hier. Guck mal, hier sowas zusammengecraftet ist. Wir stehen hier oben. Es ist so, so grenzgenial. Ich habe so viel Bock. Leute, das zu spielen. Ich sag ja, 12.05., wenn es rauskommt, morgens früh, Frühstückstream, frühstücken wir schön zusammen und dann starten wir rein in Tears of the Kingdom. Los geht's wahrscheinlich 8 Uhr am 12.05. Wer mir auf Link noch nicht folgt, ja, Twitch ist unten in der Videobeschreibung. Wer den verstanden hat, kann es auch gerne in die Kommentare schreiben. Aber das sieht auch schon sehr, sehr cool aus, alleine. Was kommt noch? Okay, hier vorne irgendwas dran gemacht, dann diesen Diamanten, hier irgendwie so ein kleines Rätsel, was das immer das ist. Hier auch so, was ist das? Das sieht so geil aus. Oder auch jetzt gleich wahrscheinlich auch nochmal ein Gegner, wo der kam. Ich weiß, wie ich dir helfen kann. Es ist meine Pflicht, da nur ich es vermag. Was auch immer das heißt. Und jetzt gleich die Stimme von Ganondorf und sowas sitzt hier gleich. Das ist so geil. Und das ist, denke ich, mal der Anfang. Weil hier fängt das ja mit dem Arm an. Und der Link hat ja nachher, wissen wir ja, ne, mit dem zerbrochenen Schwert und der mit dem Arm hier und so. Scheint für mich ein bisschen der Anfang zu sein oder irgendwo auf jeden Fall. Vielleicht nicht ganz am Anfang, aber vielleicht am Prolog, ich weiß es nicht. Würde ich jetzt mal vermuten, auch wo Zelda abstürzt und so, macht ja Sinn, weil irgendwie muss die Story ja beginnen. Die Stimme. Geil. Und hier. Geil gemacht. Geil gemacht. Einfach geil gemacht. Und geile Stimme. Und hier, auch das. So. Und jetzt sehen wir ja gleich, dass wir mit mehreren kämpfen. Ja. Also wir direkt hier stehen wir jetzt mit den anderen NPCs. Kämpfen mit mehreren, mit anderen. Geil. Ja. Und das ist doch hier der dreiköpfige Drache. Ist es denn nicht aus dem ersten Teil von Zelda? Ich meine, gut, gibt doch andere dreiköpfige Drachen, ne? Ja, könnte sein. Er weiß das schon. Unsere letzte Hoffnung. So. Okay, und jetzt kommt etwas so, was ein bisschen, ich glaube, das ist, das, wann sie es sagt, passt nicht mit dem Ort zusammen.
weil sie sagt jetzt so, bitte finde mich. Sie ist aber irgendwie komplett an der Oberwelt. Also sie stürzt ja ab, ne? Also wir wissen ja irgendwie, sie stürzt ab und scheint ja dann irgendwie. Das ist die Frage, was passiert, wenn sie abstürzt? Ist sie dann in der Unterwelt gefangen? Aber jetzt sagt sie, es soll ja so sein, als ob sie das jetzt hier sagt. Bitte finde mich. Link. Bitte finde mich. Ja. Junge, das ist. Ist es mitten in Hyrule oder so? Also, ich meine, das wäre jetzt nicht so kompliziert, die da zu finden. Fragen über Fragen. Leute, aber der Trailer war einfach eine 10 von 10. Eure Meinung gerne dazu unten in die Kommentare. Ich bin wirklich hyped auf das Spiel. Sehr, sehr cooler Trailer tatsächlich. Und ich glaube, die Leute, die alle gesagt haben, das ist nur ein DLC, sind des Besseren belehrt worden. Ich glaube, Dungeons sind zurück, was mega wäre. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein.